Also wenn ich mich nicht irre, Frau Sokol, da sind es jetzt 7 Osterhasen mit langen Ohren, nicht wahr? Sogenannte Langohr-Osterhasen. Jawohl. Ja, und dann haben wir noch 4 Osterhasen mit Körbchen, mit Nestern. Ja, oder? Mit Körbchen. Und dann haben wir noch 3 große gefüllte Schokoladeneier für die Zizimaus. Zizimaus, ja. So, jetzt brauche ich noch was Schönes, Elegantes, Nobles für meine Schwester Hilla. Na, was haben Sie sich da vorgestellt? Was wollen Sie für Sie haben? Eine Schokolade doch nicht. Hans Dicknefrag kann doch täglich Schokolade essen. Schenken Sie lieber was Originelleres. Frau Sokol, stören Sie nicht meine Dispositionen. Das ist doch alles vorprogrammiert, computerhaft von mir, nächtelang. Ja. Verstehen Sie? Also, jetzt würde ich sagen, geben Sie mir eine Bonbonniere, ne? Sehr schöne Bonbonniere. Die große da, die da. Was, das ist unsere teuerste. Ja, das ist doch einmal ist doch nur Ostern, nicht? Aber bitte Nobel verpacken. Ja, Nobel verpacken tue ich es gleich. Jetzt tue ich es erst einmal. Ja, das ist, ist 504 mal alles zusammen macht genau 1542% Familienrabatt. Das sind genau. Ja. 1388, ja, bitte schön. Ja. Dankeschön. Also machen wir, schauen wir das nochmal genau an. Machen Sie die Rechnung. Wenn irgendetwas nicht stimmt, dann melde ich mich gleich. Ne? Ja. Und ja. Sie wollen es jetzt nicht bezahlen? Was? Wohin soll ich denn schreiben, Herr Kurt? Das machen Sie mir eine Rechnung in das Buch, nicht wahr? In das Buch für Familienentnahmen, Familienangelegenheiten. Was Familien für ein Buch, Herr Kurt? Wir sind doch nicht wie beim Kreisler, der Schulden in ein Buch. Bei uns wird bar bezahlt. Also versuchen wir, machen Sie mich nicht schwach. Ich leide sowieso an verspäteter Midlife-Krise. Also, haben wir jetzt ein Buch für Familienentnahmen, ja oder nein? Natürlich haben wir ein Buch für die Privatkäufe, aber bitte nur ausschließlich für die Familie Lafitte. Es hat doch niemand gewagt, sich je hineinzuschwindeln, also, außer Ihnen. Bitte, ich stelle mich doch mit Ihnen nicht her. Leben Sie das Paket, legen Sie es beiseite. Ich werde mit der Hilla, meiner Schwester, alles Nötige veranlassen. Ja, bitte, wenn die Frau sagt, dass es vom Privatkonto geht, dann ist das ja was anderes. Ja, bitte schön. Und bringen Sie mir 2 doppelte Cremeschnitten, ja, mit Schlagoberst und Staubzucker. Denn dieses süße, konzentrierte Zeug, was Sie da immer verkaufen, das vertraue ich nicht. Ist recht, Herr Kurt, ist gefrasst. Ich glaube, da kann mir eine leben. Also, was sagst du jetzt, Heinz? Ist der Burli ein Künstler oder nicht? Bin hingerissen. Warum ich mir deswegen hab müssen die Bandscheiben ausleiern, das sehe ich auch nicht ganz ein. Wieso? Wieso? Weil ich seit Wochen in diesem Haus zentnerschwere Kunstbücher anschleppe, nur damit dann der Burli halbwegs ein Osterei bemalt. Also Heinz, du bist wirklich ein Banause. Wenn ich dir jetzt noch sag, was mich wozu inspiriert, dann heißt es wieder, ich bin obszön. Ne? Na, dann sag's doch erst gar nicht. Na, ich weiß schon, dass ich hier in einem sehr gutbürgerlichen Haushalt bin. Stört mich auch nicht, weil erstens gefällt's mir hier sehr gut und zweitens habe ich mich auch schon daran gewöhnt. Ne? Aber diese destruktive Voreingenommenheit vom Heinz, na, die deformiert mich künstlerisch. Na, also bitte, dieser Vorwurf lässt mich ungekränkt, weil du warst schon deformiert, wie ich dich kennengelernt habe. Also Burli, ich finde, du bist sehr begabt. Wenn du jetzt noch fleißig wärst, naja, dann sage ich dir voraus, dass du es als Maler oder als Grafiker weit bringen könntest. Also bitte, diesen Vorwurf der Faulheit, der da drinnen gesteckt ist, den möchte ich schon zurückweisen. Ich bin nicht faul, es ist nur, ich brauche halt einen Platz, einen Ort, wo ich in Ruhe arbeiten kann, wo ich in Ruhe malen kann. Na, ein stilles Örtchen sozusagen, ne? Ein stilles Örtchen, das ist das Beste, einen Platz zu malen. Soweit ich informiert bin, hatte doch sogar deine Ziehmutter, die dir offenbar verfallen ist, jetzt auch noch das Wohnzimmer da zur Verfügung gestellt. Ja, zur Verfügung gestellt, das ist schon richtig, aber es ist auch ständig der Onkel Kurt in der Gegend. Und der macht mich immer ganz nervös, der Zizi-Mäuserich. Und wenn du den ganzen Tag etwas von Zizi-Maus hörst, da kann man ja zu keiner künstlerischen Leistung fähig sein, wenn das die ganze Zeit die Ohren malträtiert. Da gibt es eine wunderbare Lösung. Du schnürst dein Bündel, steckst dir die Pinseln an den Hut, pfeifst ein lustiges Lied und marschierst in die große, weite Welt. Ganz so einfach ist das nun auch wieder nicht. Außerdem gefällt's mir hier sehr gut überhaupt, weil meine liebe Stiefmama da ist. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht und ich bin auch zu einer Lösung gekommen. Jö, da bin ich aber neugierig. Na und ich erst? Ja, ganz einfach. Ich werde meine Zelte im Hause Heverer abbrechen und werde meinen Wigwam woanders aufschlagen, nicht? Ich miete mir hier in der Gegend eine nette kleine Wohnung, wo ich in Ruhe arbeiten kann. Aha, das wirst aber hier in der Nähe
sehr schwer finden, mein Lieber. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich gehe davon aus, dass mein Daddy ja recht spendabel ist. Na, und für das Geld, das mein Ziehvater von meinem Vater kassiert, nur werde ich wohl was Passendes finden hier in der Nähe. Also schaut doch bitte nicht so drein. Ich bleib euch ja erhalten und ich werde auch sicherlich etwas finden. Nur dort die Arbeit und hier das Vergnügen. Wichtig, wird das Motto wird eher sein, hier das Vergnügen und dort erst recht das Vergnügen. Du, sag einmal, ich hätte eine Frage an dich. Hast du eigentlich mit deinem Vater gesprochen, was er von diesem Plan hält, ob er damit einverstanden ist? Nein, mit dem habe ich eigentlich noch nicht darüber gesprochen, aber so wie ich ihn kenne, ist ihm das eh wurscht. Ja, und deiner Mutter? Da liegt die Situation ein bisschen anders. Die möchte nämlich auf der einen Seite, dass sie sich 24 Stunden am Tag um mich kümmern kann und dass ich 24 Stunden am Tag um sie herum bin. Und auf der anderen Seite wird sie absolut nervös, wenn ihr Terminkalender nicht voll ist. Mhm. Also, und wenn er nicht ausgebucht ist. Ja, und... Und was sagen denn eigentlich die Heveras zu dem teuflischen Plan von dir, dass du sie verlassen willst? Die wissen noch gar nichts davon. Ich habe mir auch gedacht, ich erzähle es ihnen gar nicht, weil na, ich möchte ihnen ja nicht Ostern verpatzen. Ne? Also eingebildet bist du gar nicht, gell? Nein, eingebildet bin ich nicht. Wenn, dann habe ich höchstens einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Na, sonst müsste ich mir ja nicht ständig einreden, dass mich jeder mag. Aha. Du, also, ich fühle mich gekränkt, falls dieser Vorwurf gegen uns gerichtet ist. Mein liebes Kind, wir haben dich vom ersten Tag an wie einen eigenen Sohn bei uns aufgenommen. Na, ja, was willst du noch? Der Vorwurf war auch weniger gegen euch, ja, auch nicht gegen die Tante Hilde, aber es war vielleicht eher gegen den Onkel Kurt. Na, der ist bestimmt froh, wenn ich abhau. Bin schon wieder nicht sicher, ob du recht hast. Könnt ihr mir vorstellen, dass der Onkel Gurti sehr unglücklich ist, wenn du ihn verlässt? Und das glaube ich wieder nicht, weil jedes Mal, wenn er mich sieht, dann hat er irgendetwas zu nörgeln und das scheint ihm auch noch Spaß zu machen. Aber geh, der ist halt ein bisschen nervös. Ja, und er hat viele Sorgen und wenn du jetzt gehst, wird sich diese Zahl der Sorgen um eine vermehren. Sag Heinz, kannst du dich vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Selbstverständlich kann ich das. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel der Onkel Gurti um das fürstliche Monatsgeld, das er von deinem großzügigen Papa immer bekommt, weinen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Onkel Kurt so abhängig ist von dem Geld. Ach, und warum kannst du dir das nicht vorstellen? Na, weil jemand, der kein Geld hat, der könnte auch nie so leben wie der Onkel Kurt. Aber geh. Na, wie lebt denn mein Bruder? Ja, sehr ähnlich wie ich, sehr ähnlich. So. Äußerst geruhsam. Ja, nur mit dem kleinen Unterschied, dass er kein Künstler ist. Ich meine, er malt nicht einmal. Also ich meine, ich weiß nicht, was aus deinen Malereien wird, aber eines weiß ich. Eine Goschen hast du wie ein Schwert. Wir möchten noch etwas bestellen. Ja, gern. Frau Sokol, bitte noch einen Kugelhof, ja? Moment, erst muss ich eine Bestellung aufnehmen. Ja, das ist eine Bedienung. Da wundert mich nicht der Besucherschwund hier, ne? Wenn Sie so weitermachen, können Sie es bald zumachen. Können Sie Toilettenfrau in der Uno-City werden. Na, Herrn, schläft bei die 5 Stockwerk. Ja, gnädige Frau, welch eine Überraschung. Ach, ja. Das hätte ich ja nicht erwartet, dass wir uns so bald wiedersehen. Ja. Welcher Glanz in unserer Tristesse. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass ich so bald wieder nach Wien komme. Ich muss Ihnen sagen, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Was darf ich Ihnen bestellen? Ja, das ist mir eigentlich ganz egal. Ja. Nur keinen Cognac. Ja. Den habe ich in schlechter Erinnerung. Ja. Vielleicht dasselbe wie Sie. Natürlich, eine Melange. Frau Sokol. Oh, grüß Gott, Frau. Ich erinnere mich noch gut an Ihren Kreislauf. Wie geht's ihm denn? Ist er besser? Na ja, so einigermaßen, außer bei starkem Föhn. Ja, das wie bei mir. Sieh, aber ich habe jetzt sehr gute Tropfen. Ja. Soll ich es Ihnen zeigen? Die Frau, würde mich sehr interessieren. Ja, Frau Sokol, langweilen Sie die Frau nicht. Bringen Sie eine Melange für die Frau und dann etwas Süßes. Nein, vielleicht? Nein, das wirklich nicht. Ja, also bitte Melange für die Frau und für mich einen Kugelhof. Aber bitte, aber die bitte Föhn. Dalli, ja. Dalli. Mich schon sehr interessiert, falls die was. Ja, wissen Sie, mir helfen Sie immer.
Außer das Wetter ist natürlich ganz verrückt. Ne? Da hilft einem ja gar nichts mehr. Ja. Darf ich bitten, Gefahr? Wenn bitte ich mich schön richtig erinnere, wollten Sie diese Kellnerin doch entlassen? Ja, ich wollte. Ja, so gut, das ist nicht getan und ich doch sehr nett und naja, hilfsbereit. Wie Sie sehen, habe ich sie ja nicht entlassen. Wenn sie dann immer vor mir steht, nicht das verhärmte Gesicht unter Tränen über ihren Wangen, nicht wahr? Siegt mein gutes Herz. Ja, süße. Und darf ich Sie fragen, was führt Sie in unsere lauschige Biedermeierstadt? Oh, was haben Sie gegen Biedermeier? Ja, nein. Also ich komme immer furchtbar gern nach Wien. Ja? Aber diesmal sind es Familienangelegenheiten. Aber ich bin wie immer um ein Eckhaus zu früh. Aber sehen Sie, dieser Überpünktlichkeit verdanke ich jetzt Ihre Gesellschaft. Ja. Nicht? Ja, das ist wirklich nett. Ja. Ja. Was darf ich fragen? Sonst führt sie nichts in was erwarten Sie in Wien? Ja, nur ich komme wegen Familienangelegenheiten. Ja, ja. Und leider habe ich sonst keine Zeit für irgendwas ja, anderes. Ja, natürlich, aber Familienangelegenheiten sind nicht Eheangelegenheiten. Ne? Ja. Nein, wissen Sie, ich bin hergekommen, weil... Aber diesmal begnüge ich mich... So, bitte sehr. Bitte sehr, Gnifrau, hier ist die Melange. Herr Kurt, hier wird der Kugelhupf. Und wenn ich Sie bitten dürfte, dass ich gleich kassieren kann. Frau Sokol, ich muss Ihnen sagen, treiben Sie es nicht zu bunt, ja? Bitte, wieso bunt? Sie wissen, der Herr Sektionschef, der ist übergenau. Naja, so wenn jemand für Genauigkeit ist, dann bin ich es nicht. Aber ich schätze ein gutes Service, Frau Sokol. Wo haben Sie das denn gelernt, dass man, während die Gäste noch konsumieren, plötzlich kassiert? Ach, Sie konsumieren noch. Was darf es denn noch sein? Eine Flasche eiskaltes Mineralwasser, Frau Sokol. Eiskaltes, natürlich. Fräulein, bitte zahlen. Ja, bitte sofort, Na, finden Sie unsere Saaltochter immer noch so nett? Naja, also jetzt war sie schon ein bisschen komisch, ihren Chef, einen Sektionschef vorzuhalten. Ja, aber Gnifrau, das merkt man, dass Sie lange nicht mehr in Wien waren. Hier operiert doch jeder mit Sektionschef, Kammerlsänger, Kammerlsängerin, Hofrat, wirklicher Hofrat. Ja? Sie ist bei uns so sitte, schöcke, hessungu. Also sag, Burli, war das eigentlich von dir nur so eine Blödlerei mit dem Ausziehen wollen oder suchst du wirklich eine Wohnung? Nein, das ist wirklich, das ist mein Ernst. Schau, ein Künstler braucht einfach eine gewisse Ruhe. Und er braucht auch einen Platz, wo er ab und zu mal, na, zum Beispiel mit einem Modell arbeiten kann. Und das geht im Hause Heverer aber sicher nicht. Also ich meine, entschuldige, wenn ich wieder korrigierend eingreife. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Onkel Gurti der vorübergehenden Einquartierung von weiblichen Modellen in seinem Zimmer, sagen ein gewisses Verständnis entgegenbringen kann. Heinz, wir mal darüber reden, ja? Bitte, ja? Seien Sie einmal ein bisschen ernst. Ja. Nein, nein, diese Angelegenheit ist nämlich ernst. Ich finde, der Burli hat nämlich ganz recht. Ja, schauen Sie, einen künstlerischen Beruf, den kann man nicht nebenbei erlernen. Und der Bub muss noch sehr viel lernen. Also muss er sich konzentrieren. Na, wo kann man sich konzentrieren? In einer Stille, also in eigenen vier Wänden. Und ich mache dir einen Vorschlag. Du mietest dir einen großen Raum und schlafen kannst du doch am Abend bei meinem Bruder und bei der Hilde. Die werden sich sehr freuen. Naja, also ich weiß nicht. So für halbe Sachen bin ich eigentlich überhaupt nicht besonders zu haben. Wieso? Ein Raum irgendwo. Ab und zu braucht ein Künstler auch Entspannung. Und da möchte er sich dann auch ein paar Gäste einladen, zum Beispiel. Natürlich, schon die 200 besten Freunde. Ne? Okay, du neigst wieder maßlos zu Übertreibungen. Nein, so 20, 30 Leute, nicht? Ja, und ein Badezimmer wäre sicher auch kein Luxus. Ja. Ich habe eine Idee. Der Tommy hat eine super Garçonniere. Garçonniere ist zwar ein wunderschön langes Wort, aber es klingt schon sehr winzig. Ne? Nein, es ist ja eigentlich gar keine Garçonniere. Es ist im Prinzip eine 1,5-Zimmer-Wohnung mit Küche und Badezimmer. Und vor allem ganz in der Nähe von da. Oh, das klingt schon sehr viel besser. Mhm. Ja, das Schmuckkastel hat nur einen Fehler. Es gehört dem Tommy. Keine Angst, Heinz. Ich will dem Tommy überhaupt nichts wegnehmen. Ganz im Gegenteil. Ich will ihm was zukommen lassen. Und zwar die Miete, die jetzt der Bertel dem Onkel Kurt zahlt. Petra. Und was ist, wenn irgendwann einmal der Tommy Lust hat, wieder in sein Appartement einzuziehen? Ja, irgendwann einmal vielleicht, aber bis dahin hat der Burli schon sämtliche Kunstpreise gewonnen, die es gibt, und ein riesiges eigenes Atelier. Nun, bis dahin lässt sich der Tommy sicher gern von der Tante Otti von ihren böhmischen Mehlspeisen verwöhnen. Da halte ich jede Wette. Na, und was ist mit dir eigentlich? Ich meine, wohin wirst du dich wenden, sollte vielleicht einmal deine
Ehe durch irgendwelche Krisen in ihren Grundfesten erschüttert werden. Heinz, ich flehe Sie an, dass Sie heute zusammenreden, wirklich. Dieses Kind ist ja erst ein paar Monate verheiratet. Peter, darf ich dir einen Vorschlag machen? Was Falls es wirklich einmal Probleme geben sollte mit meinem Herrn Papa, ich glaube, du sollst wissen, mein Haus ist auch dein Haus. Und mein Kühlschrank ist auch der deinige. Aber du sag mal, wann kann ich mir die Wohnung anschauen? Ich bin ein ernsthafter Interessent. Naja, eilst du sehr oder hat's bis nach Ostern Zeit? Meinen Schlüssel habe ich sowieso noch an meinem Schlüsselbund, weil ich habe ja bis zu meiner Hochzeit dort gewohnt. Naja, du kennst meine Devise, ne? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Wie schon gesagt, liebe Frau, Familienprobleme sind nicht Eheprobleme, oder? Sie wollen wissen, ja, ob ich verheiratet bin. Ja. Nein, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe einen erwachsenen Sohn. Na, und Sie? Sind Sie verheiratet? Ach Gott, schauen Sie, wer nimmt schon so einen wie mich, nicht? Aber ich habe natürlich Kinder. Ja, ich habe Kinder, ja. Eine sehr nette Tochter, sehr süß, und einen Sohn, nicht? Einen Ziehsohn. Und damit jede Menge von Problemen, kann ich Ihnen sagen. Und die Kinder leben bei Ihnen? Ja, die Tochter lebt Gott sei Dank in Western Germany. Und der Sohn, naja, wissen Sie, das ist ein ernstes Problem. Da muss ich alle meine pädagogischen Fähigkeiten einsetzen. Die würde man Ihnen gar nicht zutrauen. Trauen Sie auf den ersten Blick. Der Schein trügt mir, Frau. Ich habe da ein ganz eigenes System, nicht wahr? Ich versuche, wirklich elitäre Ziele mit ihm anzusteuern. Nicht? Aber das ist natürlich nicht leicht, elitäre Ziele. Ja, ja. Was für üble Eigenschaften hat er denn? Naja, was soll ich Ihnen sagen? Er ist frech und faul. Also, das sind heutzutage doch alle jungen Leute. Auf diese Charakteristik treffe ich auf meinen Sohn auch zu. Nein, Frau, ich glaube, ein Söhnchen von Ihnen könnte nicht diese seelische Verwahrlosung aufweisen, glaube ich. Ja, hat er denn keine Eltern? Ja, er hat natürlich Eltern. Nicht? Was ich so gehört habe, aus ihm herausfiltern konnte, eine Mutter, nicht? Dubiose Person. Oh. Was soll ich denn sagen? Künstlerin. Oh. Oh, ja, Fernsehen. Nicht? Schauen Sie, und dann der Vater auch, nicht wahr? Der scheint eher dem Gelde nachzujoggen. Ja, aber bitte, das tun doch heutzutage fast alle Männer. Naja, schauen Sie, meine Frau, ich nicht. Ich versuche da wirklich ernsthaft an ihm zu arbeiten. Es ist bei ihm sehr viel versäumt worden. Mhm. In der Jugend, nicht an Erziehungsproblemen. Das ist Schwerarbeit, glauben Sie mir. Ja, naja, na ja, Sie haben ja schon gesagt, er hat sehr böse Eigenschaften. Ja, das kann man wohl sagen. Aber Sie sind ein Idealist. Das finde ich einfach fabelhaft. So etwas kann man gar nicht mit Geld abgelten. Nee, Frau, darauf lege ich gar keinen Wert. Pädagogischer Erfolg genügt mir. Ja? Wissen Sie, sprechen Sie. Ich glaube, ich habe auch ganz schlimme Fehler gemacht bei der Erziehung meines Sohnes. Ja. Jedenfalls vor ein paar Wochen ist er abgehauen. Was? Ohne Ihnen zu sagen, wohin? Nein, so fair war er schon, dass er mir das mitgeteilt hat. Ja. Er ist nach Wien, aber das war auch alles, was er mir hinterlassen hat. Ach. Ich weiß nicht, Petra. Das ist eine Schnapsidee von dir. Also bitte beruhig dich, Oma. Ich will dem Bulle die Wohnung doch nur zeigen. Vielleicht gefällt's ihm gar nicht. Ja, könnte durchaus sein. Ich meine, das Badezimmer zum Beispiel nicht. Kein Wörlbull, keine Goldarmaturen, keine Marmorbadewanne. Können wir sicher den Alabasterleib zerkratzen, der Bulle. Ja, ich sehe schon. Ihr macht's ja sowieso, was ihr wollt. Also bitteschön, geht's. Aber vergesst's mir nicht, den Tommy zu informieren. Aber nein, Oma, ich werde doch nicht den Onkel Thomas hier einfach übergehen. Halt! Kinder, einer von euch muss hinunter in die Konditorei und muss mir dort die Ostergeschenke raufbringen, die ich für den Guido und für die Hansi habe. Da sind wir nämlich heute eingeladen. Wer springt denn da runter jetzt? Ganz schnell, also, na? Bitte, ich meine, über dem Springen ist mit meinen vom Buchschleppen schwer beschädigten Bandscheiben im Moment nicht drinnen, aber holen könnte ich die Sachen also, schon. Also bitte, ja. Also gut, Heinz, komm, jetzt bleib sitzen. Ich schon deine Kräfte, wer weiß, wozu du sie noch brauchst. Ich gehe inzwischen die Bestellung holen. Und du wartest dabei da wegen der Wohnung, ja? Also bis gleich. Ach, Petra. Was nicht immer machst du so unüberlegte Dinge. Du hättest wirklich vorher mit dem Tommy das Ganze besprechen können wegen der Garçonnière. Das wäre doch keine Sache gewesen für dich. Und vor allem auch mit dem Dr. Strahler, nicht? Weil ob dem das Recht ist, dass du seinem Sohn den ganzen Tag dort Modell sitzt. Also, ich sehe schwarz. Also, ich weiß nicht, irgendwie mache ich immer alles falsch. Dabei wollte ich doch dem Tommy nur ein paar Tausend dazukommen lassen. Der kann sicher genauso gut brauchen wie der Onkel Kurt. Ja, und was das Modellsitzen betrifft, das werde ich sicher nicht tun. Da habe ich nämlich ganz andere Sorgen.
Sorgen, Sorgen. Na ja, natürlich, wenn man mit Dr. Strahler verheiratet ist, da braucht man sich auch um Sorgen keine Sorgen mehr zu machen. Hallo, hallo, mein hallo. Lieber Franz. Ja. Sag mal, eine andere Begrüßung fällt dir nicht ein. Aber ne? Natürlich, Christian Tivilla. Ja? Verehrter Herr Heimer, so, es ist mir ein besonderes Vergnügen, Sie einmal wieder Nachmittag hier begrüßen zu können. Ja? Auch bitte noch eine andere Begrüßung. Was? Wo ist der Kaffee? Man brauche dringend einen Kaffee, einen guten Kaffee. Ja, zu Befehl, ja. Herr Chef. Also, genügt es, wenn er in 5 Minuten am Tisch ist? Naja, wenn es nicht schneller geht. Na, schneller geht es zufrieden sein müssen. So, gut. Bitte sehr, ja, wieder nicht den Weg versprechen. So, also, meine liebe Petra. Na, also, bitteschön, was hast du für Sorgen? Also, wenn ich euch das jetzt erkläre, dann werdet ihr euch sicher gleich aufführen. Nein, wir werden uns gar nicht aufführen. Heinz und ich, wir sind bereits gesetztere Herren. Er noch nicht lange, aber immerhin. Naja, also bitte, also was ist los? Es ist ja ganz einfach. Ihr Mann will sie verlassen und kehrt reumütig zur Mutter seines Sohnes zurück. Heinz, du kannst wirklich immer nur blödeln, was? Was du glaubst, dass Blödeln ist, ist eine heitere griechische Schau der Dinge. Nicht sozusagen eine sehr feine Form der Philosophie. Ja, kann ich verstehen. Naja, also bitte, ich habe ja von vornherein gewusst, was auf dich zukommen wird. Aber da war ich der Böse, bin noch immer der Böse. Na gut, also bevor du mir es im Einzelnen schilderst, will ich dir nur gleich sagen, brauchst dir nicht unnötig große Sorgen zu machen. Wer schon dafür sorgen, dass das alles relativ günstig geht. Der Max war ein guter Freund von mir, ein hervorragender Scheidungsanwalt. Der macht das sehr gerne, ist auch nicht sehr teuer. Aber selbst wenn es teuer sein sollte, na gut, bitte werde ich einspringen. Denn eines will ich nicht. Du sollst von deiner Scheidung wenigstens keinen finanziellen Schaden haben. Bitte, Opa, hör auf. Was du da sagst, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Wieso? Na, der Bertel, der ist so lieb zu mir wie eh und je. Und verwöhnt mich. Na, Sorgen? Ja, ich war die blöde Kuh. Ja, ich habe vorige Woche plötzlich so einen Eifersuchtsanfall gekriegt. Wegen dieser Person da, naja, dieser Frau halt, mit der der Bertel da zusammengelebt hat. Ja, und Angst habe ich gekriegt. Ja, Angst? Ja, wovor denn? Naja, dass sie mir wieder wegnehmen will. Naja, und da habe ich mir eben dieses Telegramm habe ich ihr geschickt. Und zwar, dass sie in dringenden Familienangelegenheiten sofort nach Wien kommen soll. Und damit sie auch wirklich kommt, habe ich mit Bertel unterschrieben. Sag mal, was ist dir da eingefallen? Warum willst du diese Frau aus München hierher zitieren? Ja, das ist doch klar, weil ich einfach wissen möchte, wie sie aussieht, diese Frau, die der Bertel so lange Zeit geliebt hat. Also abgesehen davon, ich meine, dass man sich zu diesem Behufe auch hätte einfach ein Foto dieser Dame verschaffen können, ist es zugegeben ein triftiger Grund. Ja, wunderbar. Ja, lieber Heinz, Sancta Simplicitas. Ja, meine Güte. Warum vergesse ich eigentlich immer meinen Notizblock? Also ein Künstler sollte überhaupt nie ohne sein Werkzeug aus der Wohnung gehen, das sehe ich schon. Das ist genau das Motiv, was mir noch fehlt. Wissen Sie, Frau Sokol, ich male nämlich gerade an einem Zyklus. Das Weib, Dienerin und Königin. Leider du, mit deiner Zeichnerei gehst mir schon schwer auf den Weg. Sie werden Ihre Meinung über meine Zeichnungen noch ändern, liebe Frau Sokol, wenn sich erst meine Finanzen erheblich verbessert haben. Und wenn ich dann ein eigenes Atelier habe, dann kann ich Ihnen versprechen, Sie werden mein erstes Modell sein. Ich werde Sie auf einen Divan betten als Eos. Nur der Frohner wird vor Neid erblassen. Du schamst dich nicht, du verdorbener Burli. Du, immerzu machst du mir so zweideutige Anträge. Aber Frau Sokol, das sind doch keine unsittlichen Anträge. Schauen Sie, jeder Maler hat doch so sein eigenes Modell gehabt, nicht? Und das, was die Saskia für den Rembrandt war, das wird ihr mal die Sokol für den Strahler Junior. Ne? Du hör mir sofort mit diesen Schweinereien auf, ja? Weil wenn du mit mir spürst, geh ich dich bei deinem Ziehvater verklampfen. Ja, da könnten Sie unter Umständen sogar Erfolg haben, weil der ist nämlich auch ein Kulturbanause. Ja, und mit dem Mundwerk übertrifft er dich sogar noch. Ach. Jetzt sitzt er draußen mit einer wirklich sehr netten Frau und erzählt dir lauter Lügengeschichten. Aber diesmal tauche ich hinein bei seiner Hilde, das weiß ich. Also das gibt's ja überhaupt nicht. Na, da bin ich absolut sprachlos. Zeig her, weil das ist sicher zum ersten Mal. Na. Frau Sokol, wissen Sie, wer die Dame ist? Nein, aber sie war schon einmal da vor ein paar Wochen. Das ist wirklich eine feine Dame. Ich verstehe nicht, wie die das aushält, bei dem da sitzen und dem die ganzen Lügengeschichten und Aufschneidereien anrufen. Aber das ist meine Mutter! Gibt's
gepflanzt, deine Großmutter. Wenn das deine Mutter ist, dann bin ich die Kaiserin von China. Majestät? Oder? Oder darf man das nicht? Sind Sie ganz ehrlich, darf man das nicht? Servus, Mutti. Wie kommst denn du daher? Andi! Grüß dich. Andi, das ist doch wieder einmal typisch. Hat nichts als Unsinn im Kopf. Oh. Telegrafierst mir unter dem Namen von Bertel. Aber die Hauptsache ist, dass ich dich wieder habe. Moment, Moment. Das ist Ihr Sohn? Ja, das ist mein soeben wiedergefundener Sohn Andreas. Er ist ein Tunichtgut. Aber ich bin so froh, dass ich ihn so gesund vor mir sehe. Ich freue mich auch so, dass ich dich wiedersehe. Ja. Aber von welchem Telegramm hast du gesprochen? Ich meine, ich habe dich wirklich nicht telegrafiert. Nein. Großes Indianer-Ehrenwort. Darf ich dir übrigens meinen Ziehvater vorstellen? Das ist der Herr Heverer. Was? Sie sind der Ziehvater von meinem Andi? Von dem halbverkommenen Jüngling, der eine dubiose Mutter hat? Nee, Frau, ein Missverständnis. Glauben Sie mir, die pädagogischen Termini sind ja oft so zu verwechseln. Bitte geben Sie sich alles keine ein Mühe, es mag und es sein. Kommt doch manchmal. Bitte, es mag sein, dass ich ein Laie bin in Psychologie, aber ja. Deutsch verstehe ich ganz gut. Ja. Bitte lassen Sie mich allein. Bitte. Ibsen, bitte. Absoluter Ibsen. Bitte, Andi, und jetzt komm. Erzähl mir, wieso finde ich dich hier in dieser Konditorei? Naja, lass dir erzählen. Sag einmal, du Unglückswurm, also wohin hast du diese Dame nun bestellt? In die Konditorei. Na ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Und zwar um 17:30, damit ich nicht lang mit ihr reden muss. In unsere Konditorei, hier im Haus? So Gescheiteres ist da nicht eingefallen. Sag einmal, Petra, was willst du eigentlich mit dieser Frau Kronstein besprechen? Also da mache ich mir keine Sorgen. Ich meine, also, wenn zwei Damen den gleichen Geschmack im Punkt eines bestimmten Herren haben, ergeben sich doch genug Themen. Speziell, wenn die eine der beiden Damen den Herrn hat und die andere nicht. Keins hören's auf. Sie malen den Teufel an die Wand. Ich habe das Gefühl, der denkt an irgendeine Rauferei, nicht? Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber sagen wir, in weniger feinen Familien als der Ihren, habe ich schon gehört, dass bei solchen Gelegenheiten Haarbüschel und Ohrringel geflogen sein sollen. Ich gehe eh nicht hin. Was sagst du? Hör ich richtig? Was? Zuerst trittst du eine Lawine los und dann sagst du, ich gehe eh nicht hin? Nein, das ist eine völlig Seite. Diese Lösung ist unmöglich und auch nicht sehr gescheit. Weil, schau, was passiert, wenn diese Dame jetzt ankommt in der Meinung, ihr Ex-Gefährte hätte sie hierher bestellt und der erscheint nicht, wird sie ihn suchen. Und was schlimmer ist, sie wird ihn finden. Mhm. Na, um Gottes Willen, das verzeiht mir der Bertel ja nie. Und was noch schlimmer ist, die Verzweifelte wird, wenn sie von dem so lang getrennten, wenn sie den wieder sieht, wird sie einen riesen Charme entwickeln. Und sie wird so sein, wie sie noch nie vorher für ihn war. Und was Weitere möchte ich dir lieber ersparen. Oh, ja, Heinz. Mein lieber Heinz. Also das klingt so verbittert, findest du nicht? Ja. Was wolltest du sagen? Entschuldigung. Nein, überhaupt nicht verbittert. Aber schauen Sie, nachdem ich mich in den letzten Monaten auch sehr eingehend mit zwischenmenschlichen Problemen beschäftigt habe, entwickelt man einfach eine erhöhte Sensibilität dafür. Und ich wollte ihm nur sagen, dass die Petra sich durch ihr blödes Telegramm in eine sehr unangenehme Situation gebracht. Oh, wie wahr, Heinz, Sie sind ja ein wahrer Born der Weisheit, nicht wahr? Aber bitte, Sie haben mich da auf eine Idee gebracht. Lösung ist eigentlich relativ einfach. Die ganze Sache müssen Sie auflösen. Ja, natürlich, nachdem die Petra zu feig ist, hinunterzugehen, dann ist das Gescheiteste, Sie gehen hinunter und erklären der Frau Kronstein, warum sie 500 Kilometer von München nach Wien zitiert wurde. Also Opa, obwohl du manchmal ein bisschen ekelhaft zu mir bist, meistens bist du ein Schatz. Oh, danke. Er ist ein Schatz und ich bin der Dauertäsche, glaube ich. Weil ich war doch in dieser Mission schon einmal unterwegs. Aber damals, erinnere ich mich, hatte die Dame die Courtoisie, nicht aufzutauchen. Vielleicht habe ich heute dieses Glück wieder. Eben, kann ja sein. Jetzt musst du mir genau erzählen, wieso du von einer Minute auf die andere hierher gefahren bist. Ich war zutiefst gekränkt. Zuerst verliere ich den Bertel und dann verschwindest du auch noch. Aber Mutti, du hast doch gewusst, dass ich in Wien bin. Ja, aber das war auch das Einzige, was ich gewusst habe. Hast du vielleicht vergessen, was vorher war?
dass ich fast geheiratet hätte. Ja, Gottlob, hast du es nicht getan. Ja, aber mein Sensorium ist halt irgendwie ein bisschen beschädigt worden. Ne? Ja, und nach so einer schiefgegangenen Liebesgeschichte, da braucht man einfach Tapetenwechsel. Ja, aber das verstehe ich doch vollkommen. Aber warum bist du nach Wien? Du hättest doch genauso gut nach Rom oder Paris fahren können. Und dort gibt es doch auch Kunsthochschulen, falls du dich für Malerei noch interessierst. Oh ja, das tue ich auf jeden Fall. Na, warum Wien? Das war wahrscheinlich Familiensinn. Oh. Flucht zum Vater. Ach, der ewige Vorwurf. Du willst Familie um dich haben und durch meine Schuld hast du keine. Hm. Aber jetzt habe ich eine. Du sogar mit Oma und mit Opa. Na, das habe ich ja bis jetzt überhaupt noch nicht gekannt. Naja, ich kann nichts dafür. Aber eines verspreche ich dir. Diese vielen Tourneen, die werden jetzt sehr eingeschränkt. Mutti, das glaubst du doch selbst nicht. Hm? Ja, aber ja, du wirst es ja sehen. Also jetzt komm, erzähl. Du bist nach Wien. Und? Ja, weil gerade zu dem Zeitpunkt, wo das mit der Babsi schiefgegangen ist. Gottlob, ist das schiefgegangen. Da warst eben du auf Tournee. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich nach Wien und schau, ob der Papa mir vielleicht helfen kann. Ja. Das war natürlich eine Fehlanzeige. Ja, aber wieso? Du hättest doch gut bei ihm wohnen können. Ja, bestimmt. Wenn er nicht ständig irgendwo auf Geschäftsreise wäre. Und dass ich mit meiner Stiefmama allein zusammenwohne, das mag die Oma nicht, und zwar aus moralischen Gründen. Ach, und da bist du zu diesem Schwätzer gezogen, der noch dazu so auf dich schimpft. Der Onkel Kurt? Naja, weißt du, die kennst du nicht so genau. Er hat vielleicht ein bisschen Komplexe, weil er kein Geld hat. Aber schau, durch ihn habe ich Anschluss zu einer Familie bekommen. Eine riesige Familie mit Onkeln, mit Tanten, mit Cousinen, mit Oma, mit Opa. Und außerdem habe ich jetzt beste Aussichten darauf, eine eigene kleine Wohnung zu finden, wo ich dann in Ruhe arbeiten kann. Und meine Familie, die kann ich ja dann besuchen gehen. Ne? Du hast eine Familie gefunden und wirst eine Familie besuchen. Und über die Familie... Ich sag mal, was bin eigentlich ich für dich? Keine Familie kommt mir vor. Du bist meine liebe, wunderschöne Mama. Und trotz einiger schlechter Eigenschaften habe ich dich irrsinnig lieb. Ach, Andi. Wie ist sie? Wer? Na, du weißt schon genau, wen ich meine. Die Frau von deinem Vater. Ach, die Petra. Oh, du, die ist super. Die ist lieb, die ist nett. Und wir vertragen uns auch ausgezeichnet. Wir sind richtig gute Freunde. Aber, haha. Und was sagt dein Vater zu dieser Freundschaft? Ja, also eigentlich habe ich mit ihm noch gar nicht darüber gesprochen. Aber sag mir, wenn du mir nicht telegrafiert hast, wer hat mir dann telegrafiert? Na, ich nehme doch sehr stark an, dass das der Papa war. Aber das Beste ist, du fragst ihn, wenn er kommt. Der Bertel soll mir telegrafiert haben und Familienangelegenheiten. Was meint er damit? Weißt du was? Naja, vielleicht will er, dass ich mit dir nach München zurückgehe. Mhm. Und möglicherweise hat er Angst, dass ich ihm die Petra doch noch ausspanne. Ach, hast du solche Ambitionen? Weißt du, wenn ich Ambitionen habe, dann bemühe ich mich. Und wenn ich mich bemühe oder bemühen würde, hätte ich unter Umständen auch gute Chancen. Weißt, gefallen tut sie mir schon, die Petra, aber sie ist schon ein bisschen jung für mich. Oh. Aber so genau habe ich es mir dann auch nicht überlegt. Na, immerhin ist sie meine Stiefmutter. Ah. Na ja, und möchtest du mit mir zurückkommen nach München? Oh ja, gerne. Zumindest über die Osterfeiertage. Na, da muss ich wieder zurück, du weißt, wegen der Wohnung. Aha. Na, und wird es deinem Vater recht sein? Also die Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen, ist ja doch etwas rar, weil entweder ist er gerade auf Geschäftsreise und macht Big Money, Big Business, ja, oder er flittert gerade mit der Petra. Also von mir aus kannst du gern noch eine Weile hier bleiben. Unter einer Bedingung. Oha, also das ist ein Wort, das höre ich äußerst ungern. Na gut, also welche Bedingung? Einmal im Monat hast du ein fixes Rendezvous, und zwar mit mir. Einverstanden? Einverstanden. Also entweder komme ich zu dir nach München oder du besuchst mich hier in Wien, ja? Aber sag mal, irgendwas stimmt doch da nicht, wenn es wirklich der Bertel war, der mir telegrafiert hat. Da müsst ihr doch längst hier sein. Du, ich mache dir einen Vorschlag. No? Komm doch mit hinauf zur Familie Lafitte. Oh nein, das Na schau, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst dir die Petra genauer anschauen und außerdem lernst du dann meine Familie kennen. Nein, also ich glaube, das ist keine gute Idee. Und außerdem, wenn der Bertel wirklich noch kommt und ich bin nicht da, was ist dann? Und das ist überhaupt kein Problem, weil da sagen wir der Frau Sokol Bescheid und die schickt ihn uns expressenst nach. Ja. Hm? Machen wir das. Ja, und übrigens gehört's doch zu der von dir so geschätzten Lebensart, dass man sich bei der Familie bedankt, die den Sohn so freundlich aufgenommen hat. Na, gut. Also, einverstanden. Und ich sag gleich der Frau Sokol Bescheid. Frau Sokol,
Pass auf, ja, sind Sie bitte so lieb, kann ich das Paket für die Frau Lafitte haben? Das muss ich aber erst zurecht machen, gell? Ach so, ja. Ja, und noch was, falls jemand nach meiner Mutter fragen sollte, ja. Wir sind dann oben bei den Lafitte, bei der Familie. Ja gut, ich werde es ausrichten. Also ich weiß nicht, der Bulli lässt sich schon sehr lang Zeit. Hm? Ich glaube, ich werde jetzt alleine runtergehen zum Tommy und der Bulli kann mich ja dann abholen dort. Ne? Ja, natürlich. Und danke noch für alles, gell? Ja, nichts zu danken, Servus. Ja. Servus, Servus. Ja, lieber Heinz, es wäre vielleicht auch eine günstige Gelegenheit, wenn Sie gleich auch runtergehen und mit der Frau Kronstein in der Konditorei reden. Mhm. Also offen gestanden, es eilt mir mit dieser Mission gar nicht so sehr. Vielleicht sollten wir doch irgendwelche strategischen Grundzüge besprechen. Ich meine, also, was soll ich denn der Dame sagen, wo ihr Ex-Gefährte steckt? Sie enttäuschen mich aber wirklich. Sie sind doch der Weltmeister im Erfinden von Ausreden. Ich verstehe euch beide nicht. Warum bleiben wir denn nicht bei der Wahrheit? Seht mal, die Kronstein scheint doch eine sehr, also eine Frau von Format zu sein. Und die wird doch verstehen, wenn man ihr erklärt, dass so ein junges und unreifes Ding wie die Petra ihr in, naja, also sagen wir in einem Anfall von Panik, dieses Telegramm geschickt hat. Also in meinem erfahrungsreichen Leben, muss ich euch sagen, habe ich immer gemerkt, je kniffliger die Situation ist, desto mehr muss man bei der Wahrheit bleiben. Ja, schau mir nicht so an. Hilla hat vollkommen recht. Ja? Natürlich, es kann doch einer Frau nur schmeicheln, wenn man ihr sagt, wie eifersüchtig ihre Nachfolgerin auf sie ist. Mhm. Gut, wenn es um die Wahrheit geht, dann muss man nicht mich bemühen, dann kann ja irgendwer gehen. Ach so, also Sie meinen ich, Entschuldigung. Nein, schauen Sie, das geht deswegen nicht, weil alles, was mit dem Dr. Strahler zusammenhängt, ist mir von vornherein antipathisch. Daher ist mir diese Frau natürlich von vornherein überhaupt nicht sympathisch. Also, und meine Gefühle haben mich noch selten getäuscht. Also gut, Franz, soll ich der Frau Kronstein die Situation erklären? Nein, das wäre überhaupt ganz falsch. Nein, es ist schon das Beste, wenn ihr das ein halbwegs annehmbar aussehender Mann mitteilt. Das ist entzückend. Danke für das Osterkompliment. Aber trotzdem würde ich Sie bitten, besprechen wir noch einmal genau, wie ich jetzt vorgehen soll. Aber was machst du jetzt ein solcher Umstandsmeier, wirklich? Frau Socker, sind Sie fort? Ja, der Herr Kurt, das schaue ich aber. Wo waren Sie denn so lange? Im Waschraum. Saukalt war es da drin. Entsetzlich. Morgen habe ich bestimmt wieder meinen Rheumaanfall und meine Erkältung. Das ist aber das Mindeste, wofür Sie bestraft werden soll. Ihren Untermieter sind Sie auch losgeworden. Ich bin neugierig, was die Frau Hilde zu diesem Osterei, das Sie ihr da bringen, sagen wird. Hm? Frau Sokol, ich beschwöre Sie, die Zizimaus darf davon nichts erfahren, von diesem Drama, das sich hier abgespielt hat. Ich beschwöre Sie, Frau Sokol. Ich bitte Sie, das lässt sich doch nicht vermeiden, das wird dir doch der Burle erzählen. Sie müssen doch dem Andreas irgendwie also beibringen, dass er irgendwie lügen soll, dass er sagen soll, warum er hier plötzlich auszieht. Schauen Sie, Frau Sokol, ganz ehrlich gesagt, Sie haben doch direkte Kontakte zur Jugend. Ich habe Sie neulich mit einem Banker beim Würstelstand gesehen. Gibt Sie Schmähtandler. Ja, und auf einmal, zuerst haben Sie mich den ganzen Nachmittag behandelt wie den letzten Dreck. Mein und Gott. Auf einmal habe ich Kontakte zur Jugend und Sie ranzen sich hinein. Frau Sokol, ich bin eben nervös. Ich bin diese Enge nicht gewöhnt. Na, da haben Sie doch jetzt, was Sie wollen. Jetzt ist die Wohnung wieder leer und Sie haben einen Auslauf. Dass ich meine Menschenkenntnis so im Stich gelassen hat. Diese lackierte Person, die hat sich ja geradezu hysterisch aufgeführt. Na, hören Sie, wenn Sie den Burlison so beleidigen, ist das ja auch kein Wunder. Aber nein, Frau Sogar, das ist eben die magern Frauen. Das ist ja immer dasselbe. Diese Hunger, haben Sie sie gesehen? Bestenteile, Hungerkuren, dauernd Milch, Semmeln, Milch. Es kann ja nicht gut gehen. Wenn ich da Sie anschaue, Frau Sogar, wirklich harmonisch und voll und ich zitze ihm aus, diese ganzen Formen, das ist doch einfach, das wogt doch förmlich, das ist ein Spaghetti-Träger zum Zerreißen gespannt. Na, da wird einem richtig wohl, Frau Sogol. Weil Sie gerade von der Zizimaus reden, was ist jetzt? Die Knefrau hat nicht gesagt, dass das bezahlt wird. Also, wollen Sie sie anrufen oder wollen Sie hinaufgehen? Ich denke nicht daran. Also, ich denke nicht daran. Na, was Geschichte jetzt? Jetzt kann ich das Ganze wieder auspapieren oder tun Sie es doch bezahlen? Oh mein Gott, ich werde reduzieren. Die Geschenke einfach reduzieren auf ein normales Maß, nicht wahr? Und wie geht das jetzt? Ja, naja, wissen Sie, bescheidener schenken, schlichter schenken, nicht wahr? Zusammenschrumpfen, einschrumpfen. Small is beautiful. Aha, und heißt das jetzt, dass Sie das, was dann von den Schrumpfen überblieben ist, dass Sie das dann bezahlen werden? Genau das heißt es, ja. Da bin ich aber sehr gespannt, was da übrig bleibt. Warum diese Zweifel, Fürstin?
Du, Andi, nein, ich glaube, das war doch keine gute Idee, dass ich da mit heraufgekommen bin. Ich warte lieber unten. Vielleicht ist dein Vater auch inzwischen gekommen. Aber komm, nein, die beißen dich doch nicht. Und außerdem wolltest doch du die Petra kennenlernen. Also kennenlernen ist übertrieben. Hallo, schau, wen ich dir mitgebracht habe. Das ist meine Mutti. Ja, es ist schon peinlich, dass ich da so hereinplatze, ohne vorherige Anmeldung. Aber der Andi, ich habe sie mitgeschleppt, weil ich sie in der Konditorei entdeckt habe. Mein Papa hat sie nämlich hinbestellt. Ah, ja. Und außerdem finde ich es schön, wenn sich meine richtige Mutter und meine Stiefmutter einmal kennenlernen. Oh, da haben Sie aber leider Pech. Ja? Ja, die Petra ist vor 10 Minuten weggegangen. Ach so, na, wenn das so ist, dann werde ich mich am besten auch gleich verdrücken. Ich nehme an, die älteren Semester sind doch ohnehin lieber unter sich, ja? Bevor ich es vergesse, das ist bitte die Osterbestellung. Ja, ja, danke schön. Moment, lauf nicht davon. Ja? Wo finde ich dich denn? Ich will doch heute noch zurückfahren nach München. Ja, immer mit der Ruhe. Du bleibst jetzt am besten da und wartest, bis ich dich wieder abhole. Sie darf doch, ja? Ja, natürlich. Gut, bitte kommen Sie doch. Dankeschön, das ist furchtbar lieb. Dankeschön. Wie viel haben Sie gesagt, beträgt Ihr Vermögen? Ja, was habe ich jetzt? 57 Schilling, nicht wahr? Und hier 55 Groschen, nicht wahr? Na ja, gut, das Ei kostet eigentlich 80 mit dem Familienrabatt. Ja. Bitte, weil Sie sind 72, aber ich sage es Ihnen gleich, die Füllung ist nicht erstklassig. Frau Sokol, ihr habt es überlegt. Ich werde aussteigen. Ich werde unter die aussteigen. Das dauernde Schenken, das steigert ja nur die Konsumgesellschaft. Aussteigen, Donauinsel, kleines Zelt. Sie meinen also, der Zizimaus nur zu einem österlichen warmen Händedruck verabreicht? Was heißt denn das? Ein Blick zu Ostern in die schönen, klaren Augen und dann auch im Wienerwald wachsen jetzt schon schöne Blümel und die kann man ja dann pflücken. Ne? Was ich übrigens sagen wollte, Frau Sokol, was machen Sie mit der Papierdekoration, wenn einmal Ostern vorüber ist? Na, schmeißen Sie den Papierkorb. Nein. Mache Ihnen einen Vorschlag. Geben Sie mir den Papierhasen, kann ich ein bisschen nett dekorieren. Nein, wir brauchen die jedes Jahr neu. Aber ich habe eine andere Idee. Mir ist da bei einem Hasen ist mir das immer die Ohren, aber ich kann ihn nicht mehr verkaufen. Ich schenke Ihnen den fröhlichen Ostern. Na wunderbar, Hase, ohne Ohren, modern sein, up to date sein. Das ist die Devise. Es ist mir schrecklich peinlich, dass ich Ihren gemütlichen Nachmittag da störe. Aber liebe Gnefa, von Stören kann doch überhaupt gar keine Rede sein. Und so gemütlich war ja der Nachmittag bis jetzt nicht. Schauen Sie, bei einer solchen Riesenfamilie gibt es ja immer wieder Aufregungen. Ja, ja, und jetzt belästigt sie auch noch dauernd mein gar nicht so gut erzogener Sohn. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass er so viel Zeit bei Ihnen verbringen darf. Aber was, wir waren alle ganz begeistert von Ihnen. Also das spricht für Ihre Großzügigkeit. Überall findet er nicht so viel Verständnis. Nein, das kann... Ach so, Sie meinen meinen Schwager. Franz, das ist... Bitte darf ich Sie unterbrechen, aber du wolltest doch eigentlich ganz schnell einen frischen Kaffee, stimmt das? Wieso? Ich habe ja gerade... Darf ich Sie fragen, trinken Sie eine Tasse mit? Oh ja, ja? Sehr gerne. Wunderbar. Ich bin nämlich jetzt ein bisschen nervös. Ich warte nämlich auf meinen Ex... Der Herr Dr. Strahler wollte sich melden und ich habe... Hier hat er auch nicht angerufen. Nein, er hat hier nicht angerufen. Ich kann Ihnen allerdings diesen Umstand schon erklären. Bevor Ihre sicher kurzweilige Erklärung ausbricht, darf ich mich vielleicht verabschieden. Ich hätte mich um 6 einen Termin, den würde ich ganz gerne wahrnehmen. Und meine Mission hat sich ja offenbar erübt. Oh, Sie haben meine Mission besprochen und ich bin da hereingeplatzt. Ich will da nicht länger überhaupt stören. Überhaupt nicht bleiben. Sie sitzen, er hat sich ungeschickt ausgedrückt. Ungeschickt, wie immer ungeschickt. Jetzt vielleicht nicht. Ich wünsche schöne Ostern. Ja, danke schön, danke. Ich wünsche auch. Tut mir leid, mein lieber Heinz. Wirklich, also ich bedauere es, dass Sie sich diese Probleme da heute Nachmittag haben anhören müssen. Das Problem, das schult die Herzensbild. Liebe, gnädige Frau, in diesem Sinn... ein schönes Osterhasen. Oh, ein Osterhasen, danke ich Ihnen auch. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir gesagt haben, dass der Bertel nicht telegrafiert hat. Im Vertrauen, ich sehe ihn gar nicht so gern. Ihre Enkelin kann ganz unbesorgt sein. Naja, also mir ist es trotzdem sehr recht, dass Sie beide heute da nicht zusammengetroffen sind. Warum, glauben Sie, Ihre Enkelin wäre so enttäuscht gewesen von meinem Anblick? Nein. Die Enkelin im Gegenteil, das arme Mädel hätte wahrscheinlich neuerdings Komplexe bekommen. Oh, darf ich das als Kompliment auffassen? Nein, überhaupt nicht. Wieso denn Kompliment? Seit wann ist denn die pure Wahrheit ein Kompliment? Von Kompliment kann überhaupt gar keine Rede sein. Nein, aber bitte, Sie haben da vorhin von Ihrem Sohn gesprochen. Na ja, Gott, der ist ja noch jung. Also, wenn es Ihnen recht ist, würde ich mich schon gelegentlich um ihn kümmern. Ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar dafür. Naja, allerdings unter einer Bedingung. Ja. Schauen Sie, man will ja immer auch einen gewissen Lohn für etwas bekommen, wenn man etwas getan hat. Und für mich wäre natürlich der schönste Lohn,
wenn Sie bei nächster Gelegenheit, ich nehme an, kommen doch ganz gern nach Wien. Ja, wenn Sie, wenn Sie dann wieder einmal hier vorbeischauen, dann könnte ich Ihnen berichten darüber, wie sich der Sohn entwickelt hat. Im Übrigen muss ich mit dem Sohn ja auch darüber reden, wissen Sie, Sie sind so schön schlank und elegant und der Papa ist, ich meine, auch durchaus ein schlanker Herr. Der Junior ist ein bisschen, also wenn er ein Hund wäre, würde man sagen, er ist in einem zu guten Futterzustand. Das stimmt. Ja, haben Sie ihn so gefüttert?